12. Spieltag, unser erstes Freitagabendspiel findet heute statt. Und wisst ihr, was das Problem ist? Die Entfernung. Über 6 Stunden 30 fährt man mit dem Auto oder auch mit der Bahn. Wahrscheinlich noch ein bisschen länger mit Stau, keine Ahnung. Insgesamt werden wir wahrscheinlich 14 Stunden unterwegs sein. Es geht also nach Fürth. Deswegen erstmal ja, ein ausgewogenes Frühstück sich reinziehen. Und mein Kollege und Bruder holen mich noch ab. Auf 3 Punkte hoffen. Über 600 Kilometer. Wird witzig. So, ich warte jetzt auf die Experten. Wir wollten eigentlich um 8 Uhr los, hier mit meinen Tüten. Jetzt haben wir es schon 8.10 Uhr. Sie haben gesagt, sie kommen gegen 8.30 Uhr an. Also schon mal eine halbe Stunde Verspätung. Egal, egal, egal. Noch sind wir gut drauf. Junge, was geht, Alter? Ey, Junge! Hast du Bock oder was? Schon geblitzt, Digga. Der fängt schon gut an, ey. Ich hab damit gar nichts zu tun. Nein. Ich weiß nicht, was ihr haben wolltet. Kein Energy, sondern ein Ingwer-Shot. Junge, 8 Uhr morgens. Er ist aber echt gut. Nein, nein, nur normale Menschen machen das. Laugenstange Salzer. Hier gibt's alles. Ist das nicht bayerisch sogar? Ey, ey, guck mal, wir sind schon da. 7 Stunden hin, 7 Stunden zurück. Mann. Ja. Alte Niederlage, ne? Ey, stellt euch das mal vor, wie undankbar. Wir fahren dann alle wieder zurück. Du musst auch noch am nächsten Tag arbeiten. Ja, 13 Uhr war erst. Boah, hoffentlich kriegen wir das hin. Boah, das wird schon, ne? 3 Uhr nachts sind wir in Hamburg, das läuft schon. Voll die Gegenspur ist, das wird so lange. Navi-Experte. Ja, Digga. Wir wollten eigentlich ganz woanders lang. Voll da. Ja, da sind wir ein bisschen dran vorbei. Ausfahrt verpasst. Bester Fahrer. Zu viel geschnackt. Wir haben schon ein bisschen die Taktiken besprochen, wie wir heute den Auswärtssieg holen. So, jetzt wieder hier hochfahren. 2 Stunden 25 noch. Nur eine halbe Stunde Unterschied. Ist doch nicht so schlimm. Angekommen in Fürth. Wir haben es, glaube ich, 14:30, also 4 Stunden vor Anpfiff mit dem Kleeblatt. Wow. So, Spitzname sagt man ja auch. Alles für einen Auswärtssieg, aber es wird nicht einfach, denn die Punkte, die Fürth geholt hat bisher, ich glaube 9 sind es an der Zahl, haben sie meistens zu Hause geholt. Aus 7. Den 7 Punkte, weiß ich jetzt nicht, wir gucken uns später nochmal die Tabelle an. Auf jeden Fall die letzten 6 Heimspiele, davon haben sie 1 nur verloren. Die letzten 3 Spiele auch, glaube ich, 2 Unentschieden und ein Sieg dabei gewesen. Bei unserem FC Hansa ist die Auswärtsstatistik nicht so rosig, denn ich glaube, in den 6 letzten Pflichtspielen tatsächlich haben wir auch noch keinen Sieg einfahren können. Der letzte war gegen den HSV und das war schön und das wollen wir wiederholen. Ja, wir machen schon ein bisschen Stimmung, gehen jetzt noch in die Stadt. Du hast noch ein Kabel vergessen, ein Aufladekabel, deswegen müssen wir uns ja auch ein bisschen Fürth anschauen, schon sehr altertümlich. Die berühmt-berüchtigte Straße in Fürth, grün-weiß. Alter, hat das was zu sagen? Keine Ahnung. Der Gefährliche. Nehmt euch in Acht. Rosso ist da. Champignons. Wir sind da. Champignons. Boah. Man schöne, weiß, dass man in Bayern ist. Schöne alte Viele Kirchen. Der Turi. Aber guck mal, die Sicht sieht doch eigentlich echt nicht schlecht aus. Gaukerbrunn am Grünen Markt. Der schießt schon mit Wasser um sich her. Da hinten aus dem Loch kommt es rausgestrahlt. Ein bisschen trainiert da hinten schon im Kaufhaus. Und ey, im Fürther Kaufhaus, da wirst du verrückt. Erkennt uns ein Hansa-Fan, richtig stabil unterwegs. Wo kommst du her? Ja, hier ist Fürth auf dem Landkreis. Und ja, Tipp für heute, 2-1 Rostock oder unentschieden. Nehmen wir mit. Doppelte Chance. Doppelte Chance, nicht verlieren. Wir gehen jetzt zu dieser Michaels Kirchenfest-Dings, Bums. Und da gibt es ja was zu essen und zu trinken, habe ich gehört. Also, Abmarsch.
Stadtfarben, da ist das hier fest. Autogrammstunde, Alter, heute oder was? Da wollen wir aber heute nicht hin. Aber hier. Haben wir leider verpasst. Perfekt. So sieht's hier aus. Da hinten geht's noch weiter. Boah, wir sind guter Dinge, ne? Da hinten gibt's Krebs. Ich weiß nicht, Krebs oder Wurst, so süß, salzig, mäßig. Wir müssen noch überlegen. Der kann man mal probieren. Das ist hier der erste Wein des Jahres, Leute. Okay, okay. Mit Sprudel noch, der ist noch am Grillen. Nehmen wir mit. Ich dachte, das wäre warm, Alter. Da kommt der Amateur ins Spiel. Probieren wir das nochmal. Ist das typisch fränkischer Federweißer? Fränkisch? Das ist abgesackt gefühlt. Schmeckt wie abgesackt bis jetzt. Kann man sich reinziehen? Ja. Ist trotzdem nichts für Kinder. Genau. Mit dabei der Federweißer. Probieren uns jetzt hier durch mit Langos Ungarisch. Nicht Fürth. Nicht Fürthisch. Aber muss trotzdem. Streich rüber. Macht er gut. Viel Gefühl. Heute brauchen wir auch viel Gefühl. Riecht auf jeden Fall gut. Da haben wir den Langos oder Langos. Ich muss sagen, habe ich noch nie gegessen. Deswegen probieren wir es einfach mal. Sieht aber geil aus. Was ist denn das? Käse, Brot, so eine Art Pizza, oder? Ungarische Pizza. Cool, dann geht's rein jetzt. Schmeckt in der Tat anders, aber nicht schlecht. Was sage ich jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich kann ja keine Bewertung machen, weil ich nicht weiß, wie es normalerweise schmeckt, aber es schmeckt okay. Es schmeckt okay. 6 bis 7 würde ich sagen. Man kann es essen. Vorm Spiel wird sich jetzt nochmal gestärkt. 2 Stunden vor Anpfiff. Wir sind gut versorgt am Nachwuchsleistungszentrum. Ich habe da einen Pfiff gehört. Hier wird auch vielleicht noch gespielt. Keiner weiß es. Können wir hier rein? Ich wage es zu bezweifeln. Wäre schön, noch eine Bank zu finden. Auf jeden Fall sehr klein aus. Ja, sieht klein, aber fein aus. Trainingszentrum, Lizenzmannschaft. Dann gibt es natürlich auch einen Ex-Hansa-Spieler und das ist Max Christiansen. Von dem haben wir uns ja immer viel erhofft. Galt als das absolute Jugendtalent schlechthin. Ist dann natürlich eine Liga höher gewechselt zu Ingolstadt. Man kann es ihm nicht verübeln. Ne, am Ende Profifußball hast du nicht viele Jahre. Er ist ja noch 26, wäre vielleicht eine stabile Verpflichtung für irgendwann nochmal. So, weiß nicht. Es fehlt aber noch die aktuelle Tabelle. Hansa auf Platz 10 mit 13 Zählern. Ja, wir müssen aufpassen. Jetzt geht es wirklich immer gegen die direkte Konkurrenz. Punkt den Punkten, Punkten heißt das Motto. Fürth auf dem 17. Das als Erstliga-Absteiger ist schon wirklich eine schwere Kost. Ja, ich glaube, das hätte man in Fürth nach diesem Bundesliga-Jahr anders erwartet. In der zweiten Liga. Das, jetzt hat halt die harte Realität eingesetzt in der zweiten Liga. Und ja, müssen hier aufwachen, aber ich hoffe, heute noch nicht. Bitte nicht in Rückstand geraten. Also mit viel Selbstvertrauen und breiter Brust zum Erfolg. Fight and win. Fight and win! Fight and win! Einmal richtig bayerisches Bier, dann haben wir ein Bübchen hier drauf und den Keiler. Sieht ganz gefährlich aus. Es gibt gleich ein Update, was davon am besten war. 1, 2 oder 3. Auswärtssieg. Auswärtssieg. 3 Punkte. Ich muss sagen, der Bube hat gewonnen, das Bübchen. Das fand ich am besten. D-Blatt-Akademie. Und daneben haben wir hier einen Schießstand. Auf dem Weg in den Sportpark oder auch Playmobil-Arena von damals, Trolley-Arena. Wer kennt's noch? Da kommen Erinnerungen hoch. Die Apfelringe. Geschafft und die Hansa-Hymne läuft, also besser kann es nicht sein. Ja, Respekt an Fürth. Gut aufgehoben sind wir hier. Für alle Zeit. Einfach hast du schon mal erlebt. Hansa, nur in Kiel. Aber man muss schon sagen, Respekt. Also das gibt's nicht. Ewigkeit.
Wir lassen Leute, wir zu spät, macht aber nichts. Mal zum Stich. Niemals! Die Meistertitel von Greuther Fürth, Fanshop. Ben, was sagst du heute? 3-0! Das ist der richtige Tipp! Die Fürther Hymne! Ausstellung, Verhoek wieder dabei nach Genesung, genauso wie Hinterseher, Ingelsson links, Kröger rechts, das ist eine Viererkette, Dressel, Fröde, Lukoki auch mal wieder auf links, Rossi und Van Drongelen auch hinten, Neidhardt zurück, also das kann was werden, Fürth natürlich auch mit Qualität, muss man hier sagen, Gotha, Tillmann, Green, die kennt man vom FC Bayern, boah. Erste Reihe einfach und los geht's, komm. Erste Hälfte sicher stehen und in der zweiten zuschlagen oder in der ersten schon. Ist mir egal. Beste Sicht, jetzt muss nur ein Tor fallen hier. Ja, da fast, ne? Freistoß! Leute, Leute, wir brauchen die Punkte! Der glänzt, der glänzt! Das ist das Ding jetzt. Aber sieht gut aus! 8 Minuten! Ja. Lukoki, bring die Flanke! Der ist gut! Gute ersten 10 Minuten! Es ist so warm hier in Bayern, es ist so warm! Oh, 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 der ist frei, lass den nicht schießen! Oh mein Gott! Ingelsson rauf! Der Hill um meinen Ball! Live in Farbe mit dem Einwurf! Mach den lang jetzt! Mach ihn! Tor! Rossi! Weiter! Flügel! Schöner Pass. Und der ist gut. Oh. Hinterseher. Mit einer guten Chance. Schon wieder. Heute fällt. Da fällt einer. Die haben Bock. Die sind heiß. Ich habe ein gutes Gefühl. Zwei große Chancen. Habe ich das eigentlich schon gesagt? Das wird was. Rostock! Lang. 20 Minuten gespielt, Analyse vom Experten. Alles gut bis jetzt. Selbstvertrauen, Herz in Hand, wir hatten gute Chancen. Fehlt natürlich das Tor. Das Tor fehlt. Jetzt hat Fürth die Chance. Scheiße.
So, Freistoß Fürth. Lass den bloß nicht das Tor schießen. Ey, da sag ich, es sieht gut aus. 20. Minute! Wieder in der 20. Minute! Meine Fresse! Es ist nicht zu glauben! Es ist nicht zu glauben! Ich sag mal, das Spiel sieht gut aus und wieder die 20. Minute. Billiger Standard, es regt nur noch auf, Mann! So laut wie jeder kann, damit wir mit 3 Punkten nach Hause gehen! Es wäre so schön. Ingelsson. Gelbe Karte. Okay, kann man sagen, aber. Die Zauberflanke muss rein. Oh, ja! Das war eine Ansage. Aber gut mit Ball. Aber Pröger kämpft wenigstens. Der Kämpfer, Mann. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. Eine kleine Unterbrechung. Wir haben gerade die 30. Minute. Wenn du bald wieder bist, wir wünschen eine gute Genesung. Ja, Lukuki und Neidhardt haben es dann doch ein bisschen doller erwischt. Gute Besserung. Beide Außenverteidiger, das können wir jetzt absolut nicht gebrauchen. Ich hoffe, da ist wirklich nichts Schlimmes und Ernstes. So eine Scheiße. Also wieder beschissen, da kann es nicht laufen. Wer ist reingekommen? Adanu und Schumacher. Die können die jetzt auf beiden Seiten beackern. Auf beiden Seiten. Aber der geht durch die Mitte. Oh. Ich sag noch auf beiden Seiten, Latte. Ja, oder auch nicht. Und jetzt ist alles frei. Rauch! Schumi! Sieben Minuten Nachspielzeit. Schumi, komm, tschüss! Gleiche Halbzeit. Ich schätze noch eine Minute. Den gibt er noch. Bloß nicht das 2-0. Bloß nicht. Oh. Kolke, Kolke. Oh. Nicht mehr jetzt zur Halbzeit. Halbzeit! Oh, ey. Jetzt aber. Und der pfeift zur Pause. Beschissen, da kann es wieder nicht laufen. Wir haben wirklich in den ersten Minuten das Ding in der Hand. Ja, aber 2-1 kommt noch. Immer dran glauben. Wir holen das Ding. An Stefan. Du weißt Bescheid. Hier noch sehr korrekte Ex aus Stralsund, Bruno aus Stralsund. Respekt. Boxen am See, Instagram, abchecken. Was wir wollen aus dem Fußball sehen. Ich habe keine Lust mehr auf irgendwie, ich war 700 Kilometer hier irgendwo rum und irgendwie gespielt. Tore! Fußball, Tore! Anpfiff zur zweiten Hälfte. Das muss. Ja! Einer durchrutscht mal. Komm mal, Nanu, aufpassen! Oh, das ist zu einfach. Fast das 2-0. Wurst war alle Leberkäse. Leberkäse. C. Ha! Gemacht, Mann. Ich hab's nicht gesehen. Wer hat's nicht gemacht? 1-1. Sein Bier ist ausgekippt, Mann. Egal, so muss das. Der Stadionsprecher macht gar keine Ansage. Wer hat denn das Tor geschossen? Haltet doch mal die Scheißführung, Mann! Du kannst dich nicht mal freuen! Weiter. Da kommt noch einer, 30 Minuten! 60.
Rote Karte, es ist vorbei. Hat er gegeben, ey? Hat er den? Habe ich gar nicht gesehen. Rote Karte, John. Das Einzige, was ganz okay ist, ist der Leberkäse. Besser auf jeden Fall als dieses andere Teil, was wir da auf diesem Jahrmarkt gegessen haben. Das hätte so gut werden können, Digga. Aber dann rote Karte und Gegentor gleichzeitig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein so ein Lucky Ding jetzt zum 2-2. Wie wichtig wäre das? Komm, komm, auch in Unterzahl. Es ist machbar. 80. Minute, wir hoffen noch auf den Elfmeter. Wir hoffen noch auf den Lucky Elber. Lucky Elber, Lucky Elber. Oder irgendwie das Ding reinhauen. Aber es sieht nicht danach aus, leider. Ich glaube, ich brauche nichts mehr dazu sagen. 85. Minute. Hoffnung stirbt zuletzt, aber irgendwie, keine Ahnung, wer das Tor jetzt machen soll in Unterzahl. Ich glaube immer ans Beste, aber... So geile Stimmung, auch bei einem Rückstand. Bring ihn! Bitte ein Tor! Irgendwie, es ist doch egal wie. Wow, 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 wow. Er hat so viel Platz im Tor. Alter, wie kann man den denn bauen? FCA! Z! Langer Ball! Weiter, 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 weiter. Da geht noch einer. Einwurf jetzt. Ihr müsst dran glauben, ihr müsst dran glauben. Ich sag's euch. 90. 90. Komm, 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 komm. Oh, 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 oh. Das war jetzt. Ich hab gesehen. Der sitzt. 14 Stunden Fahrt. Du hast es in deinem Fuß. Du hast es in deinem Fuß. Malone. Noch eine Unterzahl! Unglaublich! Audi! Ja, oh, oh. Egal, alles gut. Pfeift die Scheiße jetzt ab! Ja! Egal! In Unterzahl! Auf den letzten Elfmeter offen! Und es ist passiert! Es ist... Und die Konkurrenz auf Distanz halten! Au! Au! Die werden ausgepfiffen, die Vierter. Aber verständlich in Unterzahl. Oh, Amen! Was geil ist denn? Junge! Ja, immer dran glauben! Immer dran glauben! Immer dran glauben! Immer dran glauben! Nie auf! Und jetzt müsst ihr euch einmal anschauen, hier, gegengerade, alles Hansa-Fans. Alles Hansa-Fans, überall. Das ist so unglaublich. Ich pack's nicht mehr, ich pack das.
Hansa! Ingelsson mal wieder stabil am Trikot verschenken, so sieht's aus. Immer auch an die Jugend denken, weiter verteilen. Und, oha, Kolke auch, Maschine wieder. Er macht, wer fängt, der bekommt. Mit dem alten Höfner-Trikot, beinig war hinten drauf. Beinig. Oh, aber ist schon ausgewaschen. Geil. Ja. Fazit zum Spiel. Mega, die 5 Kilometer Anreise haben sich echt gerungen. Die Vierte alle schon nach Hause gegangen. Wir sind noch da, wir sind noch da. Und suchen jetzt den Weg nach Hause. So Leute, jetzt 7 Stunden nach Hause. Wir sind erleichtert, dass wir wenigstens noch einen Punkt nach Hause gebracht haben. Klar, es war vielleicht nicht wieder die beste Leistung, aber wir haben aus den wirklich letzten Möglichkeiten irgendwie noch den Punkt rausgeholt. Und alleine das ist schon irgendwie zufriedenstellend. Aber am Ende war es ein teures Unentschieden, oder? So ein teurer Punkt. Ja, ich glaube, 6 Ausfälle insgesamt sind zu beklagen. Ne? Also ich weiß nicht, was dann gegen Kaiserslautern, wer dann wirklich ausfällt. Ja, es sind schon viele, vor allem mit den Verletzten. Auf jeden Fall, Verhoek, Ingelsson und Malone haben Gelbsperren. Schreibt einfach gerne euer Fazit zum Spiel in die Kommentare. Danke an jeden Daumen nach oben, der hier die Videos supportet. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder im Ostseestadion. Wenn ihr noch keine Karten habt, ihr wisst, kaufen, 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 Hansa unterstützen. Und dann, ja, Punkte für Hansa, wichtig. Und Klassenhalt, klar, es wird immer enger, aber das wird schon. Kriegen wir hin. Bleibt stabil, haut rein und bis zum nächsten Mal.